Das Leben von Dieter Wedel war zuletzt von Skandalen geprägt. Und das scheint sich auch nach seinem Tod nicht zu ändern. Denn nun sorgt das Erbe des Regisseurs für Aufsehen. Dieter Wedel? Das passiert mit seinem Erbe. Dieter Wedel soll ein Vermögen von rund 6 Millionen Euro hinterlassen haben, darunter Kunstwerke und Immobilien. Ehefrau Uschi Wolters wurde kurz vor seinem Ableben als Alleinerbin eingesetzt. Doch bereits wenige Wochen nach Dieter Wedel verstarb auch Wolters in einem Krankenhaus in Hamburg. Kinder hatte sie keine, und das Ehepaar bestimmte keine weiteren Erben in ihrem Testament. Dieter Wedel hatte bereits zu Lebzeiten seine Söhne enterbt. Und dadurch, dass er und seine Ehefrau keine Schlusserben eingesetzt haben, werden Dominik Elstner und Benjamin Wohland nur den gesetzlichen Mindestanspruch des Erbes erhalten. Wie Bild berichtet, beläuft sich der Pflichtteil auf ungefähr 436.000 Euro, vor steuerlichen Abzügen. Benjamins Mutter Dominique Wohland wunderte sich über diesen Schachzug nicht. Gegenüber Bild sagt die 42-Jährige: "Uns war klar, dass der Wedel dafür sorgt, dass möglichst wenig für die Kinder bleibt. Dadurch, dass keine weiteren Erben bestimmt wurden, muss nun eine Nachlasspflegerin durch ein Gericht eingesetzt werden. Dies bestätigt nun auch Dr. Kai Wanzen, Sprecher des Oberlandesgerichtes Hamburg, gegenüber dem Boulevardblatt. Zu ihren Aufgaben gehört es, mögliche Erben von der zuletzt Verstorbenen, also der Ehefrau, zu ermitteln. Dieser Prozess soll langwierig sein, besonders da sich keine weiteren Erben gemeldet haben sollen, wie Bild berichtet. Und wenn niemand gefunden wird, erhält der Staat das Erbe.